Wir hören weiter mit Civilization 6 und mit unseren Niederländern. Liebe Grüße an alle, die live auf Twitch dabei sind oder sich das nachher auf YouTube angucken. Und wir machen gleich weiter. Mit dabei ist auch Matze, mein Name Matze. Hallo zusammen und viele Grüße an euch alle. Wir machen gerade einen Krieg, einen brutalen Vernichtungskrieg. Wie bitte? WB wollte doch angeblich friedlich spielen, ja. Einen religiösen Krieg. Wir greifen mit unserem Apostel, der glücklicherweise die Beförderung Disputant bekommen hat, gnadenlos alle unsere Feinde an. Feindliche Leute hier mit dem Apostel. Ja. Der kann im Augenblick nicht, dem fehlt die Bewegung hier drauf. Der klebt ja in der Kontrollzone fest, aber der macht das. Wir haben dann gewonnen und dann einen Religionssieg bekommen, wenn wir unsere Religion, wenn unsere Religion mehr als Religion ist in jeder Ziff. Und Mehrheitsreligion bedeutet, dass in jeder einzelnen Ziff, die es gibt, auch die eigene, die Mehrzahl der Städte buddhistisch sein muss. So heißt ja unsere Religion. Nicht die Mehrzahl der Bürger, nicht die Mehrzahl von irgendwas. Es reicht auch nicht, wenn zwei komplett durchmissioniert sind oder vier Ziffs und eine fast gar nicht, sondern jeder einzelne KI-Konkurrent, die Mehrheit der Städte, muss buddhistisch sein. Und in dem Augenblick, wo wir das geschafft haben, ist das Spiel sofort vorbei und wir haben gewonnen. Augenblicklich. Und das kann, wenn man das geschickt macht, dazu führen, dass man, obwohl man überall zurückhängt und es sieht ja nicht so gut aus mit unseren Niederländern, ich werfe mal keinen Blick in die Punktestatistik, das wäre ernüchternd. Ich will auch nicht, dass ihr euch sowas anguckt. Dass ihr irgendwie sehen würdet, wo Wilhelmina, die Königin der Niederlande, bei den Punkten steht, das wäre demoralisierend. Wir gucken uns auch nicht sowas an wie Wissenschaftssieg, wo wir da stehen, auf welchem Platz oder Kultursieg, das wäre irgendwie. Es wäre total deprimierend. Wir liegen über Diplomatie-Sieg vorne, das zeige ich euch gerne. Alles andere gucken wir uns erst gar nicht an. Ja, beim Religionssieg liegen wir noch nicht mal da vorne. Wenn wir alle bekehrt haben. Das heißt, wir können unter Umständen als die größten Luschen, als die dümmsten und als das dümmste und unkultivierteste Pack auf der Welt trotzdem als religiöser Alpha am Schluss vorne stehen. Anders formuliert, das ist unsere kleine Chance, diese Partie zu gewinnen. Der steht hier, das ist ein Söldner, den wir angehört haben, eigentlich nur deshalb vorne an der Front, weil ich will immer wissen, ob hier irgendwo mal einer kommt. Ich will die alle mal so ein bisschen ausspielen, ja, und der verschafft ihm Sichtbarkeit. Gehen wir noch ein bisschen... Oh! Der ballert gleich auf uns. Das kann egal sein. Das ist nur ein Söldner und wir hauen hier ab und siedeln. Ich will eine Weltumsegelung hinbekommen. Und es kann sein, Matze, dass all unsere Pläne, fremde Inseln zu besiedeln, dass wir damit echt zu spät kommen. Weil die KI dehnt sich auch schon auf alle Inseln aus. Wenn wir Glück haben, schaffen wir vielleicht noch die Inseln direkt vor der Haustür. Und sonst nichts. Ja, also das ist schon eine ernstzunehmende Gefahr, einfach weil wir zwar diesen großen Kontinent in der Mitte haben, aber die KI ist natürlich auch gewillt, mehr Städte zu gründen oder sogar getrimmt darauf. Zum Beispiel die Indonesierin, die möchte ja gerne ganz viele kleine Inseln für sich beanspruchen, hat aktuell noch nicht so viele Städte, aber wird bestimmt bald nachziehen. Und deshalb ja, müssen wir uns schon ein bisschen ranhalten. In zwei Runden ist der Regierungsbezirk fertig, der Regierungsplatz. In zwei Runden haben wir den vierten Gouverneurstitel. In zwei Runden werden wir Magnus befördern. In der Stadt ausgebildete Siedler, wir brauchen keinen Bevölkerungspunkt. Und werden dann hier einen Siedler nach dem anderen kaufen und mit welchen Truppen eigentlich raufschicken in den Norden. Wir haben noch gar keine. Also wir müssen gleich nachher auch noch Truppen bauen. Wir können schon mal ein paar von den Kriegern nach in die Mitte schicken. Die helfen dann aller Orten. Wir brauchen hier, glaube ich, auch keine Truppen an der Grenze. Wir schicken die alle mal rauf zum Siedeln. Siedlern helfen. Es wird aber hier oben trotzdem schwierig werden. Wir müssen auch gleich gucken, welche Städte die sind, die wir uns als erste holen. Was wir machen könnten, wäre hier Siedeln. Stadt ist nicht so cool, bringt uns aber Eisen und die Möglichkeit, Schwertkämpfer zu erzeugen. Und für andere Städte überhaupt Barbaren frei hinbekommen, Matze. Ja, das wäre doch spannend.
immer aufpassen, wo die Missionare hinziehen. Die haben uns gerade ein Feld vor der Nase weggeschnappt. Ist einer, ne? Können wir den angreifen? Sollte eigentlich gehen. Oh, der hat die Eigenschaft Heiliger Boden. Der ist schwer zu knacken, Matze. Wodurch wird Heiliger Boden freigeschaltet? Ist es Theokratie? Das liegt daran, dass wir gerade auf einem Geländefeld sind, wo der Buddhismus auch vorherrscht. Und der muss sich verteidigen, der Missionar, und deshalb hat er nochmal diese 15 mehr an Kampfstärke, weil wir quasi in fremdem Gebiet sind mit unserem Bullismus und dort auch noch offensiv agieren. Der Heilige Boden ist aber doch so eine Sondergeschichte. Die hatte nicht immer plus 15. Also der Heilige Boden selbst, den haben auch wir bei uns mit unseren Missionaren, wenn wir in Chocomel zum Beispiel sind, dann würden wir auch in der Verteidigung plus 15 Kampfstärke haben. Sei mir nicht böse, wenn ich einmal danach mal nachgucke. Weil das, ich bilde mir ein, das war irgendwie anders. Das, also es kann durchaus sein, dass ich gerade das falsch zuordne. War das ein religiöser Satz? Ein Glaubenssatz? Tja, ich glaube, du hast recht. Also, Chat schreibt auch, Matze hat recht. Der Missionar steht neben der heiligen Stätte. Es ist wahrscheinlich die heilige Stätte, ne? Hier vorne. Wir nehmen der heiligen Stätte. Wir gucken mal uns die Eigenschaften von heiligen Städten an. Ich glaube, das ist eigentlich nur, dass wir in den Stadtgebieten drin sind, wo halt die verteidigende Religion vorherrscht. Und das können wir bestimmt ja noch weiter beobachten. Wir werden ja nicht den einzigen Kampf hier haben. Ich glaube nicht, dass das mit der heiligen Stätte zusammenhängt. Aha. Also. Unterstützungsboni bekommt man durch die Regensform Theokratie. Ne, hier, wenn sie sich in oder in der Nähe einer heiligen Stätte ihrer Religion befinden. Wenn sie sich auf dem Gebiet einer Stadt befinden, die ihrer Religion folgt, ist ein anderer Bonus. Und ein besonders großer Bonus, wenn sie sich im Gebiet der heiligen Stadt ihrer Religion befinden. Ist das die heilige Stadt hier? Nee. Was ist die heilige Stadt? Des Buddhismus? Kyoto. Das ist, weil es die heilige Stadt ist hier. Deshalb ist das, Matze. Genau, aber das stand ja, das ist in die, also wir haben diesen Bonus mit dem heiligen Boden, haben wir in jedem Stadtgebiet mit dem Buddhismus, wenn wir gegen den Buddhismus kämpfen, aber er ist besonders groß, nochmal extra, weil das hier die heilige Stadt ist. Ja, das kann sein. Genau, das kann sein. Aber das ist so, genau, und er ist so extrem groß, weil es die heilige Stätte ist. So, dann ziehen wir hier weiter. Geht ja auch noch einmal uns alles angucken. Einmal hin und einmal Jagdlager. Und mit ihm wollten wir hier oben hin.
hier traue ich mich, in der Heiligen Stadt greife ich nicht an. Ich warte lieber ab, ob die zu uns kommen. Die können wir nicht rausziehen. Und er bleibt hier einen Moment stehen. Der Missionar hat nur eine Aktion. Die Stadt folgt uns bereits und unser religiöser Druck ist ein stärker. Das heißt, wir ziehen Richtung runter mal. Ich könnte in Richtung Hongkong. Die Stadt könnten wir eher drehen. Wie sieht es hier aus mit der Religion? Ja, das könnte eventuell passieren. Eine Aktion. Wir ziehen mal in die Mitte und gucken dann weiter. Oder hier hin. Der zieht hier runter in Richtung kommendes Sägewerk. Der Apostel klebt leider hier in der Kontrollzone weg. Ich zeige das mal. Da können wir ja nicht rausziehen. Das funktioniert nicht. Langsam vorstellen, dass wir mit den Handwerkern sogar zurückziehen. Weil hier gibt es nicht mehr so viel spannende Dinge aufzudecken. Ah, die siedeln eine Insel reichen nach dem anderen weg hier. Nicht rein. Ich ziehe mit dem mal zurück. Der kann am ehesten noch helfen bei der Besiedlung fremder Städte. Vielleicht sogar hier oben, hier lang. Einmal hier durch. Und eine Runde weiter. 947 Gold. Und in der nächsten Runde fangen wir an, Siedler zu kaufen. Und dann kommen wir auch ausschalten nach coolen Plätzen. Sechs Runden, der nächste Bürger. Ihr könnt alles so bleiben, wie es ist. Nicht ganz, da will ich gerne hin. Und eins weiter. Habe ich gesagt, bei der Besiedlung fremder Städte soll der Krieger helfen? Was für ein fürnehmes Englisch, dich spricht. Boost für die Mathematik. Weil Regierungsplatz fertig. Jetzt kommt der nächste Titel und ihn mal jetzt raus bei Magnus und befördern ihn. Endlich! Siedler verbrauchen weniger Bevölkerungspunkte. Das war wichtig. Jetzt können wir noch ein Gebäude einstellen. Aber wir stellen erstmal den einen anderen Siedler ein. Und jetzt müssen wir uns erstmal anschauen, Matze, wo wir jetzt siedeln. Also, das ist die Siedlerübersicht. Wir hatten schon ein paar Pins gesetzt an verschiedenen Orten. Erstmal würde ich alles wegsiedeln, wo die KI eventuell schnell ist. Also Dido-Inseln wegschnappen. Eisen brauchen wir eigentlich auch. Die beiden hier im Norden, die sollten eigentlich Priorität haben. Hier nach links kommt erstmal sowieso keiner hin. Und dort unten können wir wegen Loyalitätsdruck nicht. Das heißt, wir könnten hier vorne siedeln mit haufenweisen Kriegern. Allerdings gibt es da viel Ärger. Wir können auch, wir kaufen E2-Siedler. Wir machen einen, schicken wir hier links rüber. Da gab es auch keine Barbaren. Da gründen wir die Stadt hier vorne und einen zweiten mit vielen Kriegern in den Norden in die Mitte, Matze. Ja, das sieht für mich auch so gut aus. Das heißt, einmal Siedler kaufen, bitte. Kostet 440, dafür haben wir gespart. Kein Bürgerpunkt geht runter, 7 Bürger bleiben. Wir beginnen zu bauen. Also, Thron des Kriegsherrn nicht, wir spielen friedlich. Es ist die spannende Frage, Ahnenhalle oder Audienza. Nur eines dieser drei Gebäude können wir bauen.
Wir bauen meistens den Audienzsaal, weil der schon sehr cool ist. Der gibt in jeder Stadt mit einem Gouverneur 4 Wohnraum, 2 Annehmlichkeiten. Der hilft gerade bei kleinen an Reichen, realistischerweise werden wir ein kleineres Reich haben, einem extrem diese Städte groß zu machen und zufrieden zu machen. Und vor allem, das ist auch sehr wichtig, der gibt gleich 2 Gouverneurstitel. Die anderen Gebäude geben nur einen Gouverneurstitel und er 2. Das heißt, wenn wir den hätten, könnten wir sofort Pingada hier unten befördern. Hätten sofort entsprechend auch mehr Kultur und mehr Forschung, wenn man dem die beiden Titel gibt. Oder man holt halt Titel für andere Gouverneure und verteilt die alle Orten. Ich denke aber ernsthaft mal darüber nach, ob die Ahnenhalle eine Möglichkeit wäre. Weil die Produktion für Siedler in dieser Stadt, das ist die Siedlerpumpe, das ist spannend. Es geht andere und dass vor Ort jeweils ein gratis Handwerker ist, ist auch eine tolle Geschichte. Andererseits wiederum, wir haben sehr viel Geld, wir können viel damit kaufen. Ja, wir können Siedler kaufen, wir können Handwerker kaufen. Der Kauf von Siedlern wird allerdings bald zu teuer sein. Der Kauf von Handwerkern geht noch. Wir müssen allerdings auch vor Ort Kornspeicher, Monumente kaufen und andere Geschichten. Es ist echt eine spannende Sache. Den angebauten Siedler zu Ende bauen, hat er das nicht gemacht, The Cranon? Hatten wir noch einen Siedler angebaut? Dann lade ich schnell einen. Ich glaube, ich hatte abgespeichert. Ich glaube, wir haben einen Schnellspeicherstand. Der ist von welchem Datum? Ja, den holen wir uns dann. Danke für die Kommentare. Den holen wir uns, weil der hatte nur noch eine Produktionsrunde und den hätten wir sonst verschwendet. Danke fürs Mitdenken. Also die spannende Frage ist jetzt Audienzsaal oder Ahnenhalle. Ich bin hin und her gerissen. Von den einfachsten Bevor ich Anfängen frage, an habt ihr uns zu wahrer Größe geführt. Lasst Bronze zu Eisen werden und herrscht mit Pferd und Schwert. Der Himmel über uns lüftet immer mehr seine Geheimnisse. Diese Aussicht auf Reisen zu fremden Küsten... So. Also, den Siedler zu Ende bauen kostet nur eine Runde. Das machen wir natürlich zuerst. Befördert hatten wir den. Alles klar. Also die Frage ist, welches Gebäude? Magst du mal laut nachdenken, Matze? Ich habe gerade mit Entsetzen festgestellt, dass es mir jetzt zum ersten Mal dank deiner detailreichen Vorstellung des Audienzsaal und der Ahnenhalle aufgefallen ist, dass der Audienzsaal 2 Gouverneurstitel gibt. Ich hätte vor felsenfest behauptet und auch meine Hand für ins Feuer gelegt, dass dieser Audienzsaal nur einen Gouverneurstitel gibt, aber offensichtlich, steht auch genauso in der Zivilopädie, gab es da mal ein Update und es sind 2 genau. Gouverneurstitel geworden. Das kam durch ein Update, um den aufzuleveln. Und das finde ich einen heftigen Unterschied halt. Es passt zum Sinn des Spiels, man hat viele Gouverneure davon. Trotzdem frage ich mich, ob der dadurch nicht overpowered ist. Also seitdem dieses Update da war, und die Anzahl an Annehmlichkeiten und Wohnraum wurde ja auch vergrößert durch das Update. Seitdem denke ich mir echt, boah, vielleicht sind die da einen Schritt zu weit gegangen beim Neubalancing. Ja, also tatsächlich bin ich hin und her gerissen. Du hast schon gesagt, der Audienzsaal ist tendenziell eher für kleinere Städte und verleitet uns dazu, auch bei den Gouverneuren in die Breite zu gehen und nicht in die Tiefe, weil wir in jeder dieser Städte nach Möglichkeit einen Gouverneur haben wollen. Und wir haben auch Loyalitätsabzüge in Städten ohne Gouverneur. Bei der Ahnenhalle ist es so, wenn wir sagen, hey, wir wollen jetzt diese ganzen kleinen Inseln, so viele wie möglich von denen besiedeln, auch wenn es nur ein bisschen Land ist und viele vielleicht ein paar Wasserressourcen, die ja auch cool sind bei unserem Pantheon, dann würden wir jetzt auf die Ahnenhalle gehen, haben mehr Produktion für Siedler und jedes Mal, wenn wir eine Stadt gründen, würden wir noch kostenlos einen Handwerker dazu bekommen, dafür aber nur einen Gouverneurtitel. Eine Sache rächt sich jetzt in dem Augenblick. Wir haben viel zu wenig Sicht auf die Karte. Du hast es gerade gesagt, wenn wir viele kleine Inseln überall besiedeln wollen, dann ist es vielleicht tatsächlich klug, auf schnelle Siedlerproduktion und Gratishandwerker zu gehen. Wir wissen sehr wenig über unsere Umgebung, weil wir hatten gebaut in einer Stadt im zweiten Ring. Wir konnten keine Schiffe sofort bauen, Hafen gibt es auch nicht mehr. Wir konnten auf dem Seeweg kaum was erkunden. Wir haben 1, 2 Plätze eingezeichnet, vielleicht 3, vielleicht hier unten noch ein 4. Und mehr kennen wir im Augenblick nicht. Und ne, das heißt, man könnte auch sagen, wir kaufen nicht die Katze im Sack, gehen auf Nummer sicher, holen uns lediglich die 7 Städte, oder 7 Städtegebäude, weil es 7 Gouverneure gibt, den Audienzsaal und sichern nur die Umgebung ab und gehen dann auf Religionssieg. Aber
Was waren deine Gedanken? Die waren sehr, sehr ähnlich. Also ich finde den Audienzsaal tatsächlich schon sehr, sehr mächtig. Also auch schon ohne, dass mir so bewusst war, dass es sogar zwei Titel gibt, fand ich diese zwei Annehmlichkeiten und die jede Menge Wohnraum, die wir bekommen, echt sehr, sehr, sehr stark beim Audienzsaal. Und was auch ein bisschen gegen die Ahnenhalle spricht, ist, dass dieser Siedlerbonus, den man hat, dass der, diese plus 50% erhöhte Produktion, den kann man sich auch über eine Politkarte holen, situativ. Und das braucht man ja wirklich immer nur dann, wenn ich einen Siedler auch gründe. Wir werden nicht im gesamten Ablauf dieser Partie Siedler gründen, während die Vorteile vom Audienzsaal wirklich permanent gelten, auch gerade im Late Game, wenn wir wirklich Schwierigkeiten vielleicht auch haben oder im Mid Game mit den Annehmlichkeiten. Deshalb finde ich, ist der Audienzsaal bei der Lage, wo wir die Städte eingezeichnet haben, hier die stärkere Wahl. Nur um Missverständnisse zu vermeiden, diese plus 50% Produktion für Siedler, gibt's, das stackt natürlich, das stapelt sich dann, wenn man die Produktionskarte, die gleich klingt, dazu noch nimmt als Politikkarte. Das heißt, das ersetzt diesen Bonus nicht. Die sichere Variante ist der Audienzsaal, mit dem machen wir nichts falsch. Mit der Anhalle würden wir uns auf Glatteis begeben, falls wir feststellen würden, dass es kaum im Fog of War kaum interessante Inseln gibt. Da wir auf Religionssieg gehen, glaube ich, kann man mittlerweile sagen. Und der Religionssieg nicht davon abhängig ist, wie viele Städte man hat, sondern das ist so ein kurzfristiger Sieg. Jetzt durchziehen, ganz schnell glauben, 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 glauben und alles darauf fokussieren, wäre das mit noch ein Grund für den Audienzsaal. Danke an Valin im Chat fürs 10. Abo. Ja, lass dich nicht spoilern, liebe Grüße an dich. Dann gehen wir auf Nummer sicher, machen den Audienzsaal und wissen, damit machen wir nie was falsch. Weil die minus 2 Loyalität in Städten ohne Gouverneur, das ist auch de facto auf einer Archipelkarte auch egal, weil wir werden nicht unsere Städte direkt neben ein fremdes Reich setzen, sondern auf Inseln, wo keine Sau ist im Moment. Und die Städte zu Hause, hier, die Städte, die von fremden Zivilisationen umringt sind, die Loyalitätsdrucke ausüben können, die kriegen wir auch eingestoppt und eingehegt, die Loyalitätsprobleme mit den Gouverneuren dann hier vor Ort. Alles klar? Und zusätzlich auch noch dadurch, dass wir eine Religion gegründet haben und wir natürlich insbesondere auch in unserem Kernland die Religion haben werden, werden diese Städte auch über die Religion schon mehr Loyalität haben. Auf eine Sache will ich hinweisen. Den Glaubenssatz hat von uns geholt. Wir starten unsere Städte mit einer neuen Religion, wenn sie neu gegründet werden. Gilt allerdings auch, du hast es zu Beginn des Streams erzählt, für jede fremde Zivilisation, der wir unsere Religion bringen. Und wo wir halt die Mehrheit stellen. Wir gehen auf Nummer sicher und nach dem Siedler, hat ja noch Zeit, stellen wir einen, wir können schon den Produktionsübertrag machen, wir stellen den Audienzsaal danach ein. Weitere Annehmlichkeit, ein Jagdlager. Und die Stadt hier unten winkt uns ja auch noch. Akhnaten, vielen lieben Dank. Willkommen hier nochmal und danke fürs zweite Abo an dich. Sollen wir hier noch schauen, wen wir eventuell uns schnappen können. Da oben ist ein Missionar, den wir angreifen können. Das ist die Religionsübersicht. 4 Städte bullistisch. Haben wir schon die Flankierungsboni freigeschaltet im Kampf? Die gelten nämlich auch für religiöse Einheiten, haben wir noch nicht.
Hongkong mittlerweile neutral, ist immer noch neutral. So, und mit ihm wollten wir rauf und da oben die Weide uns holen. Auf dem Weg dort hinten könnten wir hier einmal roden. Für den Theaterplatz, den wir aber erst mit 7 Bürgern bauen können. Wir könnten das machen. Weil wir hier oben nämlich ganz viele ähnliche Gebiete haben. Wir könnten hier schon einmal roden. Es gibt uns schneller den nächsten Bürger einen kleinen Produktionsvorteil. Ich würde das machen. Wir roden hier schon mal. 5 Bürger jetzt da. Ach, die eine hat Lust sich auf. Matze, habe ich ganz vergessen. Ich dachte roden, dann bleibt er übrig. Verwechsel ich das? Ich habe verwechselt mit Modellisierung entfernen. Ja. Und du warst auch nicht. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen, dass er nur noch eine Ladung hat. Das habe ich leider übersehen. Er bleibt hier als Boost stehen, als Beobachter stehen. Im Chat kommt gerade eine Frage rauf, die ich gerne beantworte, wenn dir es recht ist, lieber BB, bezüglich Flankierungsvorteile, Flankierungs- und auch, wie heißt der andere Vorteil noch? Jetzt habe ich selbst gerade den Unterstützungsvorteile. Das funktioniert wie folgt. Also flankieren, man muss das erstmal mit der Militärtradition freischalten. Das ist eine kulturelle Errungenschaft in der Antike. Und wenn man die hat, dann lohnt sich das, mit mehreren Einheiten gleichzeitig aktiv zu sein. Das gilt sowohl für religiöse Einheiten als auch für die militärischen. Und der Flankierungsbonus, der gilt immer im Angriff. Also umso mehr Einheiten von mir um eine gegnerische Einheit herumstehen, die ich angreife, desto höher ist meine Kampfstärke. Für jede Einheit wird das Ganze um +2 Kampfstärke erhöht. Der Unterstützungsbonus, der funktioniert ähnlich, aber in der Defensive, wenn ich angegriffen werde. Und ich warte mal kurz, weil ich glaube, gleich spricht jemand. Noch nicht, kannst weitermachen. Taktik. Jetzt okay, aber, entschuldige. Dem, was du hast, das zu tun, was du kannst. Jetzt bist du wieder dran. Danke. Der Unterstützungsbonus, wie gesagt, in der Defensive, wenn ich angegriffen werde, schaut das Spiel, wie viele meiner Einheiten oder verbündeter Einheiten stehen neben der angegriffenen Einheit und dort bekomme ich dann in der Abwehr einen Kampfstärkebonus von auch +2 für jede Einheit, die um mich herum steht. So, jetzt haben wir die Wahl zwischen Bildungswesen und Ausbildung. Ausbildung schaltet Industriegebiete frei und +1 Produktion durch Minen. Wir haben allerdings kaum Minen. Bildungswesen, die Uni, war das Gebäude im Campus-Distrikt. Und 3 Minen als Bonus oder ein großer Wissenschaftler. Ich glaube, Minen haben wir noch keiner eine gebaut, befürchte ich. Eine hier vorne. Das war's. Also, dass wir jetzt noch 2 Minen bauen, das glaube ich eigentlich nicht. Der hat noch 2 Aktionen und er könnte runterlaufen und hier die Weide sich holen. Ja, Industriegebiet hatten wir noch keine freigeschaltet, Matze. Da müssen wir erstmal die Ausbildung entdecken und wissen, wie wir überhaupt ein Industriegebiet errichten können, genau. Ja, ich meine, Industriegebiete können wir jetzt erforschen durch die Ausbildung, wahlweise die Universität. Wir haben es noch keins eingezeichnet, kein Industriegebiet. Hier sollte ein Theaterplatz oder ein Industriegebiet hin. Insgesamt haben wir noch, das müssen wir nochmal gucken, auch nach dem Freischalten jetzt von strategischen Ressourcen. Ja. Wir gehen mal auf das Naheliegende. Wir bauen im Augenblick kein Industriegebiet und gehen mal aufs Bildungswesen, dass wir die Uni freischalten. Chat wünscht sich, dass wir Salpeter mal freischalten, damit wir wissen, wo es ist, bevor wir siedeln. Kann man machen. Wir könnten erstmal die Mathematik und dann weiter hier hin. Weil die Uni bauen wir erstmal nicht. Wir werden erstmal mehr Glaubenspunkte erzeugen wollen. In Chocomel, indem wir nach Fertigstellung der heiligen Städte einen Schrein und einen Tempel bauen
Und in der Zentrale wiederum bauen wir erstmal Siedler und Handwerker. Deshalb können wir ruhig mal auf die Mathematik und dann weiter zur Militärtechnik. Da ist der erste Siedler. Mit dem geht es einmal rauf und dann ins Wasser. Und jetzt können wir den ersten Siedler dazu kaufen. Mittlerweile haben wir 172 an Glauben und wir könnten einen neuen Missionar kaufen oder wir könnten nochmal uns einen Apostel holen. Da müssen wir einen Moment drüber nachdenken.